Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten am Mittwoch. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Ja, heute vor einem Jahr hat die Bundesregierung angefangen, deutsche Urlauber, die wegen Corona im Ausland gestrandet waren, zurückzufliegen. Etwa 240.000 Menschen wurden mit dieser Corona-Luftbrücke zurück nach Deutschland geholt. Und jetzt, ein Jahr später, beherrscht Corona immer noch die Nachrichten. Unsere Themen heute: Brauereigaststätten atmen auf. Freistaat ermöglicht finanzielle Unterstützung. Kurzes Shoppingvergnügen im Ostallgäu. Click and Meet wieder untersagt. Und das Wetter: wieder Niederschläge bei Werten um den Gefrierpunkt. Es ist und bleibt eine Herausforderung, Schulunterricht in Zeiten von Corona. Eine Studie sollte herausfinden, wie sich digitale Bildung an bayerischen Schulen vor und während der Corona-Pandemie entwickelt hat und welche Chancen sich daraus ergeben. Das war heute unter anderem Thema in München. Außerdem dürfen Brauereigaststätten nun doch auf finanzielle Unterstützung hoffen. Worum es dabei genau geht, dazu jetzt mehr in Corona in Bayern. Die Corona-Krise habe das deutsche Bildungssystem vor sehr große Herausforderungen gestellt, so die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Die bayerischen Schulen haben einiges erreicht, es bleibe aber weiterhin viel zu tun. Wir brauchen zuallererst saubere digitale Infrastrukturen, einfach in der Fläche, aber auch in den Schulen. Wir müssen zweitens das Ziel haben, die jungen Menschen zu digitaler Souveränität zu erziehen. Das muss in die Lehrpläne hinein. Und das die größte Herausforderung, aber das muss gemacht werden, ist ein Masterplan 2022, wo klar der weitere digitale Sprung in Bayern festgesetzt wird, wo Meilensteine gesetzt werden. Für den VBW steht die Nachwuchsförderung an oberster Stelle. Besonders die jungen Menschen müssen digital gebildet sein. Auch für die FDP im Landtag steckt hinter jeder Krise eine Chance. Beispielsweise haben wir jetzt eine Situation, wo über 37% der Klassen in Bayern im Wechselunterricht sind. Also eine ganz große Herausforderung auch für die Lehrkräfte konzeptionell, wie sie das überhaupt machen, wenn die Hälfte der Klasse gar nicht da ist. Und dafür müssen wir sie unterstützen, zum Beispiel mit neuen Methoden, Flipped Classroom, etwas, was bisher den Schulen eigentlich nicht wirklich erlaubt war, was jetzt in der Krise sich aber bei vielen Lehrkräften, die innovativ sind, bewährt hat. Auch an anderen Stellen müsse noch dringend nachgebessert werden, so Fischbach. Das ist eine unendliche Liste von Digitalisierung, wo wir jetzt seit über einem Jahr, seit dem ersten Schullockdown, eigentlich darüber reden, dass die Schulen doch endlich mal eine gute Ausstattung, zumindest eine Mindestausstattung haben müssten. Schnelle Internetanbindung der Schulhäuser, digitale Endgeräte für Schüler und Lehrkräfte, immer noch ist das nicht überall angekommen. Zudem müsse man die Sicherheitskonzepte an bayerischen Schulen dringend ausbauen, so die Kritik der FDP. Brauereien und andere Unternehmen mit geschlossenen Gaststätten erhalten jetzt einen gesonderten Zugang zu den Wirtschaftshilfen. Künftig ist der Gaststättenanteil unabhängig vom Umsatz antragsberechtigt. Das wurde bisher vom Bundesfinanzministerium vehement abgelehnt, dass auch Brauereigaststätten, die hintendran eine Brauerei haben, eben diese Hilfen bis zu 75% des November- und Dezember-Umsatzes bekommen. Wohingegen Bäckereien, die vorne dran ein Café haben, hier eine andere Behandlung hatten. Bisher konnten betroffene Betriebe Anträge nur dann stellen, wenn der Umsatzanteil der Gaststätte mindestens 20% betragen hat. Deshalb war es jetzt überfällig, dass die Bundesregierung hier reagiert hat. Man könnte sagen, und sie bewegt sich doch nach langen Monaten jetzt der Erfolg für Bayern, für unsere Brauereigaststätten. Die neue Regelung sei für Betriebe, aber auch für Bayern und die Menschen wichtig, so Aiwanger. Die neueste Mode begutachten, in den Regalen stöbern und neue Hosen anprobieren. Letzte Woche war das im Landkreis Ostallgäu noch auf Termin möglich.
Doch nun meldet sich der Inzidenzwert als Spielverderber im Shoppingvergnügen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Ostallgäu mittlerweile über 100. Somit ist dort in großen Teilen des Einzelhandels das Konzept Click and Meet, also Shoppen auf Termin, wieder untersagt. Ganz zum Ärger der Einzelhändler, die jetzt niemanden mehr in die Geschäfte lassen dürfen und ihre Kunden wieder vertrösten müssen. Nachdem letzte Woche die Einkaufsläden in Marktoberdorf noch zum Click and Meet für ihre Kunden geöffnet waren, sind die Türen diese Woche schon wieder geschlossen. Ein Inzidenzwert über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis Ostallgäu ist der Grund dafür. So ändert sich der Text am Geschäftseingang von Xaver Martins Laden von Besuch auf Terminvereinbarung wieder auf Click and Collect. Dabei war die Freude letzte Woche doch so groß. Die Wiedersehensfreude letzte Woche, das war so schön anzusehen, wie die Kunden gestrahlt haben, wie die Mitarbeiter gestrahlt haben. Das war eine ehrliche Freude. Eine Freude, die jedoch nicht lange anhielt. Denn heute änderte sich für Einzelhändler und deren Kunden im Ostallgäu wieder alles. Das Maximale, was wir im Moment tun dürfen, ist, dass Kunden anrufen, online bestellen, durchklicken und sie bei uns Ware abholen dürfen. Aber wir dürfen keinen Kunden mehr in den Laden lassen bzw. beraten. Bis gestern noch war das jedoch auf Termin erlaubt. Seit heute gibt es nur mehr eine Warenabholung. Geschäfte müssen in Pandemiezeiten von heute auf morgen kurzfristig und schnell reagieren. Immer mit einem Auge auf den Inzidenzwert. Der erste Blick in der Früh ist natürlich auf die Inzidenzen im Landkreis. Und wenn 3 Tage hintereinander die Inzidenz über- oder unterschritten wird, dann wird das Landratsamt eine Bekanntmachung geben am nächsten Tag. Und daraufhin ändert sich dann wieder unser Verhalten. Die kurzfristigen Änderungen sorgen vor allem bei Kundinnen und Kunden für Unklarheit. Viele müssen deshalb wieder nach Hause geschickt oder am Telefon vertröstet werden. Ja, anders geht's leider nicht. Tut mir leid. Xaver Martin, der in Marktoberdorf gleich 3 Läden betreibt, ist mit den derzeitigen Regelungen äußerst unzufrieden. Der das entschieden hat, muss vermutlich nicht die Logistik und Herausforderungen für die Betriebe selber umsetzen. Es ist ein enormer Aufwand, ganz schwierig zu vermitteln, so kurzfristig zu planen, auch das den Kunden zu vermitteln. Ganz schwierig und von uns nicht mehr akzeptiert. Aber nicht nur die kurzfristigen Änderungen sind Xaver Martin ein Dorn im Auge. Der Einzelhändler ist der Meinung, dass die Geschäfte generell geöffnet werden müssten und verweist dabei auf die funktionierenden Hygienekonzepte. Für mich ist es absolut nicht mehr nachvollziehbar, warum wir als Einzelhandel, als Facheinzelhandel mit wirklich guten Konzepten, wo die Leute auf Abstand sind, wo wir im Fokus der Öffentlichkeit stehen, schließen müssen. Und nebenher aber im Supermarkt auch Bekleidung verkauft werden darf, wo in die Schulen hunderte Schüler strömen zusammen, wo in die Industrie- und Handwerksbetriebe tausende Menschen zusammenkommen und der Einzelhandel, Facheinzelhandel, so wie wir, müssen schließen. Kann ich nicht mehr nachvollziehen, muss meines Erachtens dringend nachkorrigiert werden. Bis wieder neue Regelungen in Kraft treten, bleibt der Inzidenzwert erstmal das ausschlaggebende Maß, das Öffnungen erlaubt oder eben nicht. Das heißt, bis der Wert im Ostallgäu wieder für 3 Tage unter 100 sinkt, bleiben die Umkleiden in den Geschäften der Einzelhändler leer. Sie ist laut eigener Angaben eine der 10 größten Verbrauchermessen Deutschlands, die Allgäuer Festwoche. Für viele in Kempten ist sie die 5. Jahreszeit. Letztes Jahr ist die Messe Corona-bedingt ausgefallen und noch immer bestimmt Corona unseren Alltag. Was das für die Allgäuer Festwoche diesen Sommer bedeutet, erfahren Sie gleich in Kompakt. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Weil das Allgäu unser Zuhause ist. Weil man dem vertraut, den man kennt. Ich habe meinem Freund einen Tipp gegeben, er soll zur Sparkasse Allgäu gehen. Die sind immer in meiner Nähe, haben wirklich super Finanzprodukte. Ja, und weil mein Freund weiß, dass er mir vertrauen kann, kassieren wir jetzt beide eine Prämie. Wenn's um Geld geht, Sparkasse Allgäu.
Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Herzlich willkommen bei Delta Möbel, Ihrem Spezialisten für Inneneinrichtung. Wir bieten eine reichhaltige Auswahl individueller Möbel. Für jeden Anspruch das Richtige, dank der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal. Besuchen Sie uns in unseren Häusern in Bubesheim und Leutkirch im Allgäu. Jetzt gewinnen und regional einkaufen mit dem Geldregen der Allgäuer Zeitung. Täglich warten 75 Geldpakete im Gesamtwert von 75.000 Euro auf Sie. Alle Infos gibt's in Ihrer Allgäuer Zeitung. Ist Ihnen Ihr Haus zu groß geworden? Die vielen Zimmer und Treppen? Nun wollen Sie sich verkleinern? Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich. Pienzenauer Immobilien Allgäu. Im Herzen von Sonthofen. Bahnhofstraße 16. Zufriedene Kunden haben viele. Wir haben die Glücklichen. Gesellige Einkehr in gastfreundlichem Ambiente. Willkommen im Bistro Relax. Gut bürgerliche Küche und traditionelle Atmosphäre machen das Brauereiwirtshaus Wilde Männle zum Treffpunkt. Liebhaber edler Tropfen kommen in der Weinstube Luitpold 11 auf ihre Kosten. Dreimal ausgezeichnete Gastlichkeit im Herzen von Oberstdorf. Bei jedem Wetter draußen sitzen? Das Fenster auch im Sommer offen lassen? Abwechslung im Wohnraum? Nur durch Liebe zum Detail entsteht das ganz Besondere. Hartig aus Mauerstädten und Kempten. Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Und jetzt haben wir die wichtigsten Ereignisse des Tages für Sie in kompakt zusammengefasst. Die Kurznachrichten vom Mittwoch. Allgäuer Festwoche abgesagt. Die Allgäuer Festwoche ist für den diesjährigen Sommer abgesagt. Das verkündete Oberbürgermeister Thomas Kiechle heute in einer Online-Pressekonferenz zusammen mit der Geschäftsführerin des Kempten Messe- und Veranstaltungsbetriebs Martina Duffner. Grund dafür sei die fehlende Planungssicherheit. Die Entscheidung zur Absage sei laut Kiechle nicht leicht gewesen. Eine Festwoche in abgeänderter Form könne man sich aber nicht vorstellen. Alternativ soll es in diesem Jahr den Stadtsommer Kempten geben. Über einen längeren Zeitraum soll ein Mix aus Kultur, Wirtschaft und Gastronomie angeboten werden. Die Einzelveranstaltungen sollen frei zugänglich sein. Für die genaue Umsetzung laufen aber noch die Planungen. Die Stadt Kempten sieht das Alternativkonzept als Chance für die Veranstaltungsbranche, etwas Neues auszuprobieren. In diesem Zusammenhang wurde auch das Römerfest im archäologischen Park Cambodunum abgesagt. Das Fest wurde bereits von 2020 auf den diesjährigen Sommer verschoben. Auch hier soll es Alternativveranstaltungen geben. Johanniter ziehen positive Bilanz zur Ski-WM. Die Johanniter ziehen eine positive Bilanz zur nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Die Helfer waren mit Einsatzkräften aus dem ganzen Regionalverband Bayerisch-Schwaben vor Ort. Insgesamt waren 106 Helfer im Einsatz. Die Vorbereitungen dazu liefen bereits seit 2 Jahren. Ohne die Vor- und Nachbereitung wurden allein vor Ort 1750 Helferstunden geleistet. Zwischenfälle oder Versorgungen gab es im Zeitraum der Veranstaltung kaum. Zusätzlich leiteten die Johanniter 2 Corona-Testzentren. Insgesamt machte das Team des Ortsverbands Unterthingau dort rund 20.000 Tests. Die nordische Ski-WM fand vom 23. Februar bis zum 7. März ohne Publikum in Oberstdorf statt. Planungen zu Baumaßnahmen im Otto-Beurer Kaisersaal genehmigt. In seiner heutigen Sitzung hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags vertiefte Planungen zu Baumaßnahmen im Kaisersaal des Klostergebäudes Otto-Beuren genehmigt. Dabei geht es vor allem um statische Instandsetzungen und Restaurierungsmaßnahmen. Zudem sollen Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes im gesamten Abteigebäude durchgeführt werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen betragen rund 6,7 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern ist aufgrund der Säkularisierung von 1802 Eigentümer der Basilika und der Klosteranlagen. BRK-Kleiderladen wieder geöffnet. Der Kleiderladen des Bayerischen Roten Kreuzes in Kempten ist wieder geöffnet. Sofern es die Inzidenzzahlen zulassen, können dienstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr wieder gut erhaltene Kleidung, Heimtextilien, Schuhe, Spielzeug, Geschirr, Bücher sowie CDs günstig gekauft werden. Für den Einkauf gilt ein strenges Hygienekonzept. Maximal 5 Kunden dürfen den Kleiderladen gleichzeitig betreten. Seit dem 16. Dezember hatten die Kleiderläden des BRK-Kreisverbands Oberallgäu in Kempten und Immenstadt geschlossen. Der Laden in Immenstadt bleibt bis auf Weiteres noch zu.
Das war Kompakt am Mittwoch. Und jetzt schauen wir auf das Wetter. Das präsentiert sich ja seit ein paar Tagen noch einmal sehr winterlich. Ob das so bleibt oder ob es zum Frühlingsanfang am Wochenende doch endlich wärmer wird, sehen Sie jetzt die Wetteraussichten. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler-7-Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht schneit es verbreitet im Allgäu. Im Unterallgäu könnte es an einigen Stellen trocken bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen minus 5 und minus 3 Grad. Am Vormittag lässt der Schneefall nach. Die Wolken dominieren aber weitgehend den Himmel. Die Werte klettern knapp über den Gefrierpunkt. Schnee- und Regenschauer bestimmen den Nachmittag. Bei 2 bis 3 Grad bleibt es kühl. Am Abend und in der Nacht stellenweise Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. Auf den Bergen erwartet uns Schnee und nur vereinzelt Sonne. Die größten Chancen auf Sonnenschein gibt es auf dem Nebelhorn Hochgrat und Gründen. Die Temperaturen liegen zwischen minus 14 und minus 3 Grad. In den Allgäuer Alpen herrscht oberhalb von 1600 Metern eine große Lawinengefahr. Ansonsten ist die Lawinengefahr erheblich. Unternehmungen im alpinen Gelände erfordern große Vorsicht und ein gutes lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. In den nächsten Tagen setzt sich die Sonne immer mehr durch. Am Freitag und Samstag gibt es noch verbreitet Schneeschauer. Der Sonntag wird klar, tagsüber scheint immer wieder die Sonne. Nach kühlen Nachttemperaturen mit entsprechender Glättegefahr steigt das Thermometer auf bis zu 2 Grad. Ein Schatz. Das sind für Oberallgäus Landrätin Indra Bayer-Müller die bunten Wiesen und Weiden. Und nicht nur das, sie sind sogar Gold wert. Denn genau das gibt's bei der Wiesenmeisterschaft im Oberallgäu unter anderem zu gewinnen. Den Startschuss hat die Landrätin in ihrer Funktion als Schirmherrin jetzt gegeben. Mit dem Projekt soll die Arbeit gewürdigt werden, die in der Bewirtschaftung steckt, wenn Naturschutz und Landwirtschaft vereint werden. Bis zum 18. April können sich interessierte Bauern und Elbler mit ihren Wiesen und Weiden für den Wettbewerb anmelden. Alle Infos gibt's auf der Homepage vom Landkreis Oberallgäu. Und dort im Oberallgäu findet sich ja auch die Gemeinde Oberstaufen. Und in die ist meine Kollegin Anne Blei gefahren, um zu fasten. Den Selbsttest gibt's gleich bei uns. Bleiben Sie dran. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radelstadel Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. A7 Ausfahrt Memmingen. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Unsere bayerischen Landwirte arbeiten das ganze Jahr für diesen besonderen Moment. Beste Kartoffeln für beste Knödel. Unser Verwöhnrezept für die kommenden Festtage. Höchste Qualität mit Gelinggarantie. Das perfekte Fest mit dem bayerischsten aller Knödel. Burgis Knödel für die ganze Familie. Weil's gut ist. Beim Beulendoktor in Innenstadt kümmern wir uns um wirklich alle Probleme. Ob Werkstattservice, Unfallinstandsetzung, Lackierung oder Aufbereitung. Wir sind die Kfz-Meisterwerkstatt mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Geht's ums Auto? Geht's zum Beulendoktor. Werbung auf Facebook lohnt sich. Wir legen mit Ihnen Budget, Ziele und Zielgruppe exakt fest. Mit Facebook Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal bei Metallmichl sind. Ja, was sagst du? Komm du in den rostigen Garten auf Betzigau. Schau Sichtschutzwände und allerlei Rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, hol mal Metallmichl. Musik.
traditionelles Handwerk, Menschen und Vereine mit besonderem Engagement oder eindrucksvolle Orte. Ja, unser Allgäu hat viel zu bieten. Auch dieses Jahr sind wir wieder mit unserem Magazin Land und Leute im Allgäu unterwegs. Doch dieses Mal sind Sie gefragt, Sie kennen jemanden mit einem interessanten Hobby, einen tollen Verein oder einen Ort, den man einfach mal gesehen haben muss. Dann melden Sie sich bei uns und machen Sie zusammen mit uns Land und Leute zu etwas ganz Besonderem. Heute ist Mittwoch, der 17. März. Was sagt Ihnen das? Wir stecken mitten in der Fastenzeit. Viele verzichten in der Zeit vor Ostern ja klassischerweise auf Süßigkeiten, Fleisch oder Alkohol. Meine Kollegin Anne Blei hat neben ihrem Vorhaben, auf Social Media zu verzichten, in diesem Jahr eine Fastenkur ausprobiert. Dafür ging es nach Oberstaufen, einem wahren Fastenmekka. Es geht nach Zell bei Oberstaufen. Hier besuche ich die Familie Geißler in ihrem Schrotkurheim. Denn heute möchte ich die traditionelle Oberstaufener Schrotkur ausprobieren. Ein Naturheilverfahren zur Aktivierung der Selbstheilungs- und Abwehrkräfte. Im Hause Geißler ist die Fastenkur Tradition. Genau der richtige Ort für meine Schnupperkur. Wir sind älter angefangen, 81, und seitdem haben sie es älter gemacht und jetzt machen sie mehr. Das Naturheilverfahren Schrotkur besteht aus vier Säulen: einer veganen, kalorienreduzierten Diät, dem Wechsel aus Trink- und Trockentagen und Bewegung und Ruhe. Im Zentrum der Kur stehen die sogenannten Schrotwickel, eine feuchte Packung, die zum Schwitzen anregt. Manuela ist ausgebildete Schrotkurpackerin. Bei ihr darf ich die reinigenden Wickel ausprobieren. Ich darf das ja heute nachmittags ausprobieren, aber normalerweise macht man das mitten in der Nacht. Warum denn? Also das macht man in der Früh, so ab 3 Uhr, weil in der Früh um 4, 4:30 fangen die Organe, sprich Leber, an zu arbeiten. Und der Stoffwechsel fängt dann halt richtig an und das ist wichtig für die Entschlackung. Wichtig und angenehm für den Gast, frühe Arbeitszeiten für Manuela. Täglich, außer sonntags, beginnen die Geißlers um 3 Uhr morgens zu packen. Bei so langen Arbeitstagen muss man ein eingespieltes Team sein und Freude an der Arbeit haben. Das haben die Geißlers definitiv. Man merkt ihnen regelrecht an, wie sie ihre Gäste vermissen. Es macht unheimlich Spaß, wenn man sieht, was die Gäste für einen Erfolg haben. Wenn man denen was Gutes tut und die dann mit einem guten Gefühl heimfahren und immer wieder kommen, das ist das Schönste. Tradition hat die Schrotkur nicht nur bei den Geißlers. Im ganzen Ort bieten über 30 Hotels und Sanatorien das Naturheilverfahren an. Sabine Brosigs Großvater hat die Fastenkur vor vielen Jahren nach Oberstaufen gebracht. Wie hat denn Ihr Großvater die Schrotkur nach Oberstaufen gebracht? Ja, mein Opa wurde 1949 aus englischer Kriegsgefangenschaft entlassen und meine Oma hatte sich in Oberstaufen schon niedergelassen, also schon angesiedelt, okay, weil sie an ihre Heimat erinnert hat. Mhm. Und ja, und dann kam er und voller Enthusiasmus und mit einem Glauben an dieses Naturheilverfahren und hat dann hier mit einer Handvoll von ehemaligen Mitarbeitern im damaligen Tschechien die Schrotkur mit Hilfe von den Oberstaufnern wieder neu ins Leben gerufen. Hat er Ihnen davon viel erzählt, wie das so angefangen hat? Ja, schon, ja. Wurde das gleich gut angenommen oder war das am Anfang noch schwierig und hat sich erst über die Jahre etabliert? Natürlich war es am Anfang nicht ganz so einfach, weil nach dem Krieg ein Naturheilverfahren ins Leben zu rufen, wo wenig gegessen werden darf, das war natürlich schwierig, wo es eine ganz andere Zeit war. Die Leute wollten wieder essen, die wollten leben, die wollten Spaß haben. Man Spaß hat in der Schrotkur auch. Ja, aber es hat sich dann relativ schnell gewandelt. Es ging sehr, sehr schnell bergauf. Und noch heute sind zahlreiche Gäste von der traditionellen Kur begeistert. Einige kommen bereits zum 30. Mal nach Oberstaufen. Und das in Zukunft bestimmt auch, weil jüngst nachgewiesen werden konnte, dass die Schrotkur Diabetes Typ 2 lindern kann.
Alles rund um die Schrotkur sehen Sie ab heute in einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Dann schauen wir unter anderem nach Oberstdorf. Dort wurde die Wintersaison von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen, die ja eigentlich gar keine war, die Saison vorzeitig beendet. Was das für die Bergbahnen bedeutet, erfahren Sie morgen hier bei uns. Schönen Abend und machen Sie es gut. Salita, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de Willkommen zu Plenum TV. Dieses Mal wollen wir bayerische Krankenhäuser beleuchten. Die sind teuer, das wissen die Landräte. Personal fehlt, das wissen wir alle. Und immer mehr Häuser werden aufgelöst oder, klingt besser, zusammengelegt. Das medizinische und klinische Angebot auf dem Land wird dadurch dünner. Und hier soll ein neues Netzwerk aus sogenannten IGZ helfen. Wohnortnah und gut vernetzt. Achso, IGZ, das heißt intersektorales Gesundheitszentrum für alle, die keine Akutversorgung oder Langzeitbehandlung benötigen. Was halten unsere Abgeordneten davon? Jetzt in der Pandemie haben wir ganz deutlich gesehen, wie wichtig eine flächendeckende Versorgung und auch wie wichtig die kleinen Krankenhäuser genau sind. Und diese intersektoralen Gesundheitszentren können auch so viel auffangen. Wir haben Fachkräftemangel und so weiter. Also von mir ein ganz klares Ja. Ja, es rührt ja von einem Freie-Wähler-Antrag her. Und da geht es nicht darum, zusätzlich intersektorielle Gesundheitszentren zu schaffen, sondern anstatt der Krankenhäuser. Und die Freien Wähler müssen sich da ehrlich machen. Die müssen nach außen kommunizieren, wie denn ihr Antrag tatsächlich gemeint ist. Wichtig ist, dass es eine Ergänzung des bestehenden Gesundheitssystems ist, dass es nicht ein Substitut ist für unsere Krankenhäuser im ländlichen Raum. Im Gegenteil, Freien Wähler haben ja in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt, dass es eine Bestandsgarantie gibt für die kommunalen Krankenhäuser. Aber wenn die flankiert, ergänzt und entlastet werden, auch jetzt gerade in Pandemiezeiten durch solche IGZ, dann glaube ich, ist das eine große Chance. Wir halten es für absolut sinnvoll, Strukturen auf dem flachen Land auch darzustellen und zu erstellen, um die Versorgung sicherzustellen. Und dazu gehören einfach sektorenübergreifende Versorgungsformen, die dann auch die Versorgung der Bevölkerung auch sicherstellen. Und das muss das Anliegen sein. Uns laufen an vielen Stellen die Krankenhäuser in ihren Notaufnahmen über, weil dort viele Patientinnen und Patienten landen, die eigentlich gar nicht ins Krankenhaus müssten, ambulant behandelt werden können. Und genau andersrum verhält sich es in der ambulanten Versorgung. Und deshalb ist es, glaube ich, schon eine sehr kluge Idee zu sagen, da muss es ein Zwischending geben. Das Bayerische Katastrophenschutzgesetz soll ebenfalls unter die Kontrolle und das Eingriffsrecht des Landtags gestellt werden, so wie das neue Bayerische Infektionsschutzgesetz. Der Landtag könnte so selbst entscheiden, ob und wie viel Handlungsspielraum er der Regierung zugesteht, also mehr Einfluss der Abgeordneten, auch im Katastrophenfall. In einer Katastrophenphase, dann muss auch schnell und dynamisch gehandelt werden. Und da kann es nicht sein, dass wir das Ganze hier herauszögern. Die Parlamentarier haben immer noch ihr parlamentarisches Kontrollrecht. Das ist völlig unbeschnitten. Aber man muss schlagkräftig sein im Katastrophenfall und deshalb nein. Wir erleben das auch jetzt in der Pandemiekrise, dass das Parlament weitgehend außen vor bleibt. Es macht gar keinen Sinn, den Landtag mit der Befugnis für all die regulären und immer wiederkehrenden Katastrophenzustände auszustatten, beispielsweise für die Schneekatastrophe im Allgäu oder für das Hochwasser in Passau. Denn da weiß man vor Ort wesentlich besser, was nötig ist, als hier im Bayerischen Landtag. Wir dürfen MPK-Beschlüsse abnicken im Parlament, aber dürfen nicht selbst darüber diskutieren im Vorfeld. Im Nachschlag macht es meiner Meinung nach wenig Sinn. Ich bin ein glühender Parlamentarier und sehe es immer gerne, wenn Rechte aus der Exekutive ins Parlament kommen, aber bitte nur da, wo das auch sinnvoll ist. Was die Exekutive besser kann, das soll auch die Exekutive machen.
Soweit Aktuelles aus dem Bayerischen Landtag. Plenum TV gibt's Ende März wieder hier bei Allgäu TV. Bis dahin, auf Wiedersehen.